Hallo, heute machen wir ein falsches Spiegelei. Dazu brauchen wir eine vorgetoastete Toastbrotscheibe. Dann nehmen wir einen halben Mozzarella, legen den darauf. Da haben wir oben so eine Kuhle reingeschnitten. Und geben da jetzt ein Eigelb rein. Vorsichtig drauf. So. Dann ein klein wenig Salz und ein klein wenig Pfeffer darüber. Und das Ganze für circa 3 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. 3 bis 4 Minuten. So, das machen wir jetzt mal und dann gucken wir es uns später an. Unser falsches Spiegelei ist jetzt fertig. Da haben wir noch ein paar Cocktailtomatenscheiben drauf gemacht, frischen Koriander, ein bisschen Feldsalat außenrum, jetzt noch ein paar Tropfen Olivenöl. Das Ganze ist fertig. So, guten Appetit.